Für die Athleten des Skiweltcups gilt, nach der Saison ist vor der nächsten Saison. So testet man bereits jetzt das Material für den kommenden Winter. Noch vor Saisonsende nutzten die Athleten des österreichischen Skiverbandes die perfekten Verhältnisse auf der Renn- und Trainingsstrecke am Sölder Rosskirpel. Ja, wir sind jetzt heute da gewesen am Rosskirpel bei perfekten Bedingungen. Also man sieht ja, Reichel, Tannes und die ÖSV-Mannschaft sind da. Unsere Lokalen, die Einheimischen, natürlich nutzen die Bedingungen auch. Der Gstein Fabio, Gstein Luca, nächste Woche kommt die Franzi Gritsch. Also wir haben leider bestätigt bekommen, es geht zur Zeit in der Schweiz und in Österreich nirgends besser zum Skifahren und Material zu testen. Man muss einfach im Frühjahr dann weiter rauf und da Hochsölden war jetzt waren gute zwei Tage. Jetzt, das ist halt, man fängt Sölden an mit der Saison und hört fast eigentlich in Sölden wieder auf. Und ja, die Bedingungen sind super gewesen. Da sind wir schon sehr froh, dass die da in Sölden alles sind dafür. Also die Rennstrecke an Rosskirpel gibt es eigentlich schon relativ lang, aber in der Form, wie sie jetzt da ist, mit Beschneiungsanlage, mit einem Zielhaus, mit einem Starthaus, mit der kompletten Verkabelung, gibt es jetzt eigentlich so in dem Zustand erst seit einem Jahr. Und da passiert eigentlich alles vom Anfang an, also sprich im Dezember geht es ja auf. Da machen wir dann am Anfang gleich Fissrennen zur Eröffnung. Dann wird sie genutzt eigentlich über die Weihnachtsferien für die ganzen Trainings. Und dann während dem Winter sind da jede Menge Rennen, von Skiclub-Rennen, Innerrützel-Cup bis hin zu Kameradschaftsrennen. Und eben inzwischen drin sind eigentlich wieder Tests, Materialtests, sind die Vereine da, die was ausprobieren und eigentlich halt ganz normal ihre Trainings abwickeln. Mit dabei waren auch zwei Ötztaler Nachwuchsläufer, die gemeinsam mit den Topathleten des ÖSV ihre letzten Materialtests absolvierten. Ja, natürlich eine super Möglichkeit zu sehen, wie sie Linien technisch fahren oder generell, wie sie springen und so, das mitzunehmen ist allem gut. Und da kann man auch sehr viel anschauen. Ich habe jetzt die erste Fisssaison hinter mir und die ist schon mal super gelaufen. Ich fahre großteils Slalom und Riesentorlauf natürlich, aber ich probiere auch Super-Ski und Abfahrt mitzunehmen, Erfahrung zu sammeln, ein bisschen zu trainieren. Ja, ich fahre Fissrennen, Riesentorlauf, Slalom und Europacup. Die Europacup-Saison war wieder ganz gut. Ja, nein, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Saison. Egal ob Weltcupläufer, FIS oder Europacup-Athlet, für alle steht die Freude am Wintersport im Vordergrund und ist wohl auch die Motivation für den Wettkampf. Ja, dass man allem in der Natur ist, auf Schnee, ich glaube. Ja, und die ganze Welt bereisen, weil ich so viel wie bei Wege bin. Ich glaube, da bin ich echt froh, dass ich so etwas tun darf. Ja, einfach die Freiheit, dass man in der Natur ist, der Speed natürlich. Ja. Also bei mir ist es halt so, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das ist, glaube ich, schon mal Motivation genug und es macht Spaß, wenn man mit, vor allem in der Abfahrt mit 150, 160 im Bergall fährt, ist auch ein bisschen ein Nervenkitzel dabei, wenn man den nicht mehr hat, nachher fällt einem manchmal was.